ohne Pommes und ohne Soße. Genau. Hey meine Lieben, lange ist's her von dem Vlog und heute am Sonntag gibt's einen mit so einem wundervollen Wetter, würde ich sagen. Und wir fahren jetzt gleich da hinten auf den Berg und drehen Homeworkout. Und das kann man nur auf diesem Bergland machen. Ich weiß nicht, ob wir da sind oder da. Jedenfalls machen wir das Homeworkout da oben. Wohnzimmer zu Hause im eigenen Schlafzimmer ist viel zu langweilig. Nein, da muss man auf einen Berg fahren. Das Beintraining aus den Amerika, weiß schon, ja, vom Canyon, das kommt dann da oben. Das ist auch cool, das müsst ihr anschauen. Habt's gehört. Toms. Es ist einfach sehr kalt, aber alles für das perfekte Faszientraining. Wir sind gerade fertig geworden. Heute ist auch noch richtig viel Wasser. Schwierig, weil wir den kompletten Weg blockiert haben. Was tut man nicht alles für ein schönes Video? So, ich habe jetzt noch mal ein anderes Outfit an, denn wir haben jetzt noch mal ein paar Fotos gemacht und jetzt fahren wir wieder runter. Ich weiß, es ist sehr faul, wir gehen nicht rauf und wir gehen nicht runter. Also schon, wie lange geht man rauf und wieder geht man runter? 3 Stunden hoch und 1,5 Stunden runter. Ja. Jetzt ziehe ich einfach um wieder und dann fahre ich nach München. Bis gleich. Was schaust du dir an? Ich schaue Dokumentation über Armenien an. Nicht schlecht. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich habe letzten 2 Mal Rücken ein bisschen anders trainiert. Mhm. Wir beanspruchen die Tiefe des Rückens viel mehr und die Breite machen wir erst am Schluss. Mhm. Das heißt, wir werden 5 Übungen machen. Okay. Einschließlich Kreuzheben, aber Kreuzheben diesmal am Schluss und ziemlich leicht. Und ich konnte wirklich 2-3 Tage mich nicht einmal nach hinten dehnen. Das hat so weh getan und das war die Rückmeldung. Was das musst du jetzt auch verpassen, oder? Jetzt, du musst immer mitgenießen mit mir, aber das ist Genuss, nicht Leid. Natürlich also. Nicht. Wir freuen uns drauf. Jetzt sind wir endlich mal wieder gemeinsam hier in München, genau. Und los geht's. Okay, hau mal rein. Ja, es wurde mal wieder Zeit für ein richtig cooles Training in Ercans Body Gym und da standen Rücken und Bauch auf dem Plan und er wollte mir unbedingt eine Übungsabfolge zeigen, die er richtig gut gemerkt hat und so haben wir mit einarmigen Rudern an der Maschine begonnen. Diese Übung habe ich bei ihm im Studio noch nie zuvor eben mit einem Arm gemacht, aber die war wirklich sehr, sehr gut. Wichtig ist hierbei, dass man nicht mit dem Rücken sozusagen nach hinten reißt und mit der Brust sozusagen von der Ablage sich zu weit weg entfernt, sondern bleibt schön mit der Brust vorne und zieht nur mit dem Arm nach hinten. Und übrigens benutze ich hier Zughilfen. Das ist nochmal eine kleine Unterstützung, wenn die Griffkraft nicht ganz hält. Einfach drum rumwickeln und dann kann man es viel besser festhalten.
Danach war die zweite Übung natürlich umso schwerer. Und zwar haben wir hier Kurzhantelrudern gemacht. Eine der Lieblingsübungen von Ercan und mir für den Rücken. Und wir haben hier 4 Sätze pro Seite gemacht. Das hat man wirklich gespürt. Wir sind hier beide mit dem Gewicht etwas leichter gegangen. Aber wichtig ist nicht das Gewicht, sondern wie man dann eigentlich letzten Endes den Muskel spürt. Danach eine Übung, die eher selten beim Ercan und bei mir im Rückentraining vorhanden ist, und zwar Langhantelrudern mit dem Untergriff. Hierbei gehen wir auch leicht mit der Hüfte oben mit. Wichtig ist, dass der Rücken hierbei immer schön gerade bleibt und macht erst am Anfang vielleicht 1-2 Aufwärmsätze, damit ihr wirklich die Ausführung gut spürt, und dann auf die Ellenbogen konzentrieren. Das ist ein Trick, den habe ich euch mal ganz am Anfang erzählt, der mir wirklich wahnsinnig beim Rückentraining weitergeholfen hat. Und zwar, damit ihr nicht aus den Armen, aus dem Bizeps schummelt, konzentriert euch darauf, dass ihr das gesamte Gewicht aus den Ellenbogen nach oben zieht. Und die Hände bzw. die Unterarme sind nur die Befestigung. Als vierte Übung auch eine meiner absoluten Lieblinge, und zwar enges Rudern am Kabelturm, und nutzt hier wirklich den vollen Radius aus, das heißt den vollen Bewegungsablauf von vorne, das heißt Schultern sind nach vorne gezogen, Rücken ist geöffnet, dabei bleibt der Rücken, also die Wirbelsäule natürlich immer gerade, und dann ziehen wir das Ganze zum Bauch hin und hinten bleibt der Rücken auch gerade und aufrecht und die Ellenbogen ziehen den Rest. Also wir haben ja den kompletten Rücken voll gemacht, von Trapezius bis Rückenstrecker. Und Kreuzheben werden wir sehr leicht machen. Ich denke, das gibt den Rest, aber wir machen das auch. Stehst du das noch durch? Geht's dir gut? Ich muss durchstehen, es macht so viel Spaß, wenn die Muskeln voll sind, dann ist man auch voll motiviert. Als letzte Übung gestrecktes Kreuzheben zu machen, war wirklich eine krasse Herausforderung, weil es eben so eine schwierige, große, komplexe Übung ist, und wir waren wirklich schon nach der zweiten Übung eigentlich im Eimer, und deswegen noch zum guter Letzt sind wir hier dann etwas leichter gegangen, also wir wollten uns jetzt nicht nochmal hier extra herausfordern, haben auch 3 Sätze gemacht mit 10 kontrollierten Wiederholungen. Und dann würde ich sagen, nach diesem Rückentraining waren wir richtig fertig. Aber man muss natürlich den Bauch auch noch mitmachen, wenn man ihn sich vorgenommen hat. Also überspringt nicht einfach was, zieht das Training durch, probiert mal diese Übungsabfolge und ich denke, ihr seid dann genauso fertig. Ercan. Sophia. Wir leben gerade noch so. War richtig cooles Rückentraining und Bauch. Gute Training merken wir daran, dass wir am Schluss nicht mehr miteinander reden. Genau, es war Totenstille, also ihr habt nichts verpasst. Ja, wir wollten euch so einen kleinen Teaser geben, und zwar ein großes Projekt steht an, oder? Genau, worauf wir eigentlich seit 2 Jahren, seitdem wir uns kennengelernt haben, haben wir immer gedacht, wäre schön, wenn das dazu kommen würde. Und mittlerweile stehen wir kurz davor. Du freust dich ja auch genauso, glaube ich, wie ich. Ja, Sophia wird ein Teil davon auch. Sagst du, ich überlasse es dir. Wirklich? Ja. Oder gleichzeitig? Nie, du sagst das. Und zwar Pumping Ercan Teil 2. Auch vielleicht mit Wettkampfambitionen. Und das wäre mega aufregend. Und Planung steht eigentlich schon an. Und schreibt hier jetzt bitte liebend gerne in die Kommentare, wie ihr das finden würdet. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, natürlich Pumping Ercan sofort anschauen. Das ist Pflicht, nicht Lektüre, sondern Pflicht, ein Pflichtfilm für euch. Und Teil 2, wenn ich da dabei sein darf, ist natürlich eine Riesenehre. Es wird wahrscheinlich Pumping Ercan Sophia heißen. Sie wird einen Hauptteil davon auch mitspielen. Wir werden wahrscheinlich Schwerpunkte auch drauflegen, dass die Sophia eine Wettkampfvorbereitung macht, dass auch die Mädels sehen, was eine Vorbereitung für eine Bikini-Athletin, wie es abläuft. Wir suchen einen Wettkampf aus und visieren daraufhin los, oder? Ja, wie ich mich jetzt stärken werde, das heißt, was man in einem Restaurant so Gutes, Überlegtes und Schlaues bestellen kann, das zeige ich euch jetzt. Okay.
So, mein Lieben, ich hoffe, ihr versteht mich gut. Ich bin jetzt hier im Restaurant gemeint, meine Familie, und respektiere das natürlich total, dass die jetzt hier nicht im Weg sind. Aber jetzt werde ich mir hier mal Frau Extra Wurst persönlich kennenlernen. Ich habe mir heute den Härtefall ausgesucht. Wir sind hier in einem typisch bayerischen Lokal, heißt Guckgalbet. Und das meint eben der Hähnchenwirt. Und da werde ich mir heute jetzt was bestellen, wo man sagt, es ist vertretbar und man kann es genießen, wenn man mal nicht so ganz krass aus der Reihe tanzen möchte. Und jetzt bestelle ich mal. Also kann ich die Grillplatte für eine Person haben, also nicht für viel. Und dann würde ich gern Truthahn und Rind nehmen, ohne Schwein. Ja. Und dann eben mit Ofenkartoffel, Schwammerl, Gemüse, Maiskolben. Grillplatte ohne Schwein. Ohne Schwein und ohne Pommes? Nur Kartoffeln. Genau, ohne Kartoffeln. Die Ofenkartoffeln. Ja, genau. Und ist da Soße dabei? Soße Hollandaise. Kann ich die auch weglassen? Ja, natürlich. Dann so, genau. Ohne Pommes und ohne Soße. Genau. Wunderbar. Eine Ewigkeit später. Dankeschön. Sauerrahm habe ich einer jetzt extra. Ach, süß, dankeschön. Da, ist da. Ja, das sieht echt krass aus. Muss ich euch jetzt sofort zeigen. Schaut euch mal dieses Kunstwerk an. Hier zweimal gebratenes Fleisch. Das ist so eine Art Krokettenart, das muss ich noch irgendwie rausfinden. Aber hier Gemüse, Mais und Ofenkartoffeln. Sieht das nicht wunderschön aus? So, ich freue mich hier schon richtig drauf und ich bin mir sicher, dass es ganz grandios schmecken wird. Und ich genieße heute noch den Tag mit meiner Familie. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann schießt jetzt wieder der Daumen nach oben. Gerne mit einem Klick kostenlos meinen Channel abonnieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch zum nächsten Mal wieder. Ciao!